Meine lieben Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Es folgt jetzt ein Abschnitt, das in den Geschichten eingeht. Etwas, was passiert ist auf diesem Kanal, wo wir feiern können. Wir können feiern! Wir können feiern, Digga! Also feiern wir, Digga! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't... Kann ich nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Ihr merkt es gerade an meinem Outfit, schick angezogen. Einige wissen es, einige nicht. Und deshalb möchte ich in diesem Video ganz kurz mal, bevor wir mit dem eigentlichen Video anfangen, kurz etwas loswerden. Wir haben verdammt nochmal auf diesem Kanal 15.000 Abonnenten! Also Nachbar, hör zu! Dein Nachbar hat 15.000! Also bring mir ein paar Eier rüber! Die meisten wissen das nicht, ich wohne in irgendeinem Dorf, okay? Dort, wenn irgendeine Gratulation ist, geben wir Eier. So Hühnereier, okay? Das ist sozusagen ein Ritual bei uns. Also bring Eier rüber, Digi! Das war kein Spaß, Digi. Das ist bei uns wirklich ein Ritual, Digi. Meine lieben Freunde, ich küsse eure Herzen für den heftigsten Support, den ihr auf diesem Kanal weitergebt. Wir sind einfach 15.000. 15.000, die sich entschieden haben, Georg TV auf den Weg zu begleiten. Und ich weiß, dass dieses Video einige vielleicht erreicht, die mich noch nicht abonniert haben. Und das ist meine Nachricht an dich. Sei ein Teil der Georg TV Army und folge diesem Kanal. Wir werden nämlich einiges noch auf diesem Kanal erleben und da wäre es extrem heftig, Freunde, wenn ihr mich weiterhin unterstützt und mich auf diesem Weg begleitet. In diesem Sinne, Freunde, fangen wir mit dem richtigen Video an. Ich habe euch versprochen, bei 10.000 Abonnenten kommt ein Musikvideo. Ihr wisst so, dies ist das Luciano, Mann. Aber das Problem ist nur, ich komme nicht hinterher, weil ich ja Vollzeit arbeite und regelmäßig Videos hochlade und für euch aktiv werden will. Deshalb seid mir nicht böse, Freunde, das Special kommt, wie gesagt, online. Das war ein Versprechen, das ich halte. Aber jetzt, Freunde, kommt das eigentliche Video. Es geht nämlich über Yahweh TV. Ich weiß jetzt nicht, dadurch, dass ich seinen Namen ausgesprochen habe, ob ich mich jetzt in Gefahr begebe. Viele haben mir nämlich privat geschrieben, wenn du über ihn ein Video machst, dann sei vorsichtig. Ich bin mal so, ich war nie ein Mensch, der irgendwie direkt war oder gegen eine Person speziell war, wie es bei Cengiz und bei Amy war. Ich bin immer ein neutraler Mensch. Also keep cool, Mann! Es geht jetzt darum, dass Yahweh TV unter Druck gesetzt wird. Es wurden nämlich gestern zahlreiche Videos online gestellt. Ob es jetzt direkt von Mastak war, von seinem Bruder und von anderen YouTubern. Es gibt sogar YouTuber wie Oxcut, die machen komplette Formate gegen Kahn Yahweh, wo sie ihn exposed. Bernd TV selbst hat gesagt, das war mein letztes Statement darüber, hat nochmal über alles geredet, hat aber nichts mehr von ihm eingeblendet und sogar im Titel nicht mal den Namen von Yahweh TV eingegeben, damit er in der sicheren Seite steht und sozusagen keine Probleme mit ihm macht. Das ganze Problem ist, Freunde, dass Yahweh TV die ganze Zeit Videos trackt und das ist das komplette Problem, was einige YouTuber haben, speziell kleine und auch Mastak, der eventuell ein bisschen größer ist mit seinen 150.000 Abonnenten. Viele verstehen es einfach nicht, dass sie halt neutral darauf reagieren und trotz allem gesperrt werden. Daraufhin hat Kahn Yahweh ein Video hochgeladen, wo er über die Strikes redet und über die Beweise. Da wurden wieder Sachen aufgedeckt, die doch keine Beweise sind. Und jetzt ist Kahn Yahweh sozusagen vor ein paar Menschen doch unter Druck. Ihr müsst euch vorstellen, auch die Videos von Kahn Yahweh hatten früher knapp 500 bis 1000 Dislikes. Jetzt erreichen sie mittlerweile fast die 3000 Dislikes. Das bedeutet, dass eine gewisse Menschenmasse sich entschieden hat, doch nicht mehr auf der Seite von Kahn Yahweh zu sein und eventuell diesen Move, den Kahn Yahweh öfters macht, nicht zu feiern. Ich bin mal ganz ehrlich, Freunde, damit wir eine Sache kurz mal klarstellen. Wenn jemand ein Foto oder ein Video von der Mutter oder allgemein einen Elternteil postet, dann möchte man das ungern im Internet behalten, auch wenn es zensiert ist, weil man sowas allgemein nicht haben will. Darüber kann man reden und diskutieren, aber alles andere muss nicht getan werden. Man muss dazu sagen, dass Kahn Yahweh selbst auf Twitch gebannt wurde. Das heißt, er selbst wurde gesperrt und hatte einen Strike in dem Fall, aber er wurde komplett gesperrt. Das heißt, er kennt es ganz gut, wenn jemand einen Kanal verliert oder allgemein eine Plattform. Deshalb wundert mich das umso mehr, wenn Kahn Yahweh das durchzieht und Menschen aus einer Plattform löschen tut. Ich hoffe, das war Deutsch. Wenn er selbst das gut kennt und weiß, was das für ein Gefühl ist. In diesem Sinne, Freunde, schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr davon hält. Was sagt ihr dazu, Freunde? Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr eure Meinung dazu abgibt. Auf was habt ihr in Zukunft Bock auf meinem Kanal? Schreibt es auch unten in den Kommentaren, Freunde. Lasst uns gemeinsam diskutieren und schreiben. Das war es eigentlich von mir. Danke, wie gesagt, für 15.000. Ich küsse eure Herzen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.